Das Best Age Forum hatte zur neuen Saison seiner Veranstaltungsreihe Salon am Donnerstag in den Stiftungssaal der Europäischen Stiftung der Rand-Dietrich-Group für Bildung und Kultur geladen. Mit dem Titel »Mein Leben im Dienst der Versöhnung«, berichtete der studierte evangelische Theologe und ehemaliger Stadtpräsident von Leipzig Friedrich Magirius über wichtige Stationen seines Lebens und sprach ebenso über heutige Probleme. Insbesondere in den Jahren vor der Wende war er maßgeblich an den wöchentlichen Friedensgebeten der Nikolaikirche beteiligt und ebnete so den Weg für die Montagsdemonstration. Versöhnung wird mir oft heute im politischen Geschäft zu schnell gebraucht. Es ist ein weiter Weg und eine große Intensität gehört dazu. Für mich ist sie getragen aus dem christlichen Glauben. Dass wir vor allem nicht wieder Mächten uns anschließen, die nur Hass und Zerstörung und Widerspruch auslösen. Das Gegenwort zur Versöhnung ist Vergeltung. Im Angesicht von Legida und Flüchtlingskrise erscheint das Thema Versöhnung und bürgerschaftliches Engagement wichtiger denn je. Jede Gesprächsrunde ist heute wichtig. Ich wünschte mir sogar, dass wir wieder neue runde Tische aufmachten, um die Leute von der Straße zu holen und lieber miteinander zu reden, als sich gegenseitig zu beschimpfen. Das Best Age Forum bietet ein breites Bildungsangebot mit anspruchsvollen und interessanten Kursen sowie Einzelveranstaltungen für Junggebliebene an. Dr. Bernd Landmann, Kulturbeauftragter der Rahn-Dietrich-Group, möchte mit spannenden Impulsen und Anregungen in den Kursen viele Leipziger erreichen. Doch wer sind eigentlich die Best Ager? Best Age kann man nun verschieden definieren. Also wir sagen ab 50 Jahre, wenn man sich langsam auf den Ruhestand vorbereitet und wenn man sich im Klaren ist, dass es kein Ruhestand werden soll, bis Open End. Wir würden uns allerdings wünschen, wenn auch ein paar mehr junge Leute hierher kommen, dass das Ganze generationsübergreifend wird. Wer gerne mit einer Leipziger Persönlichkeit ins Gespräch kommen mag, der kann sich den März vormerken, denn dann liest die Kolumnistin Traudl Thalheim aus ihrem Buch von Napoleon, Halbaffen und anderen.